Wir grüßen von Platz 1 der Tabelle aus Frankreich, aus Paris, der Stadt der Liebe, der Stadt des Fußballs. Das soll zumindest wieder werden. Paris Saint-Germain, bittere, bittere Zeiten gehabt. Wir versuchen sie zurück an die Spitze zu führen. Es sieht gut aus. 13. Spieltag gegen Toulouse. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Colt und ihr seid bei der Neverending Story hier auf meinem Kanal. Anstoß 3 immer noch dabei. Und schön, dass ihr da seid. Ihr seht es, ihr habt es in der letzten Folge gesehen. Richtig gut gearbeitet, nachdem wir echt sehr gewackelt haben auf unserem Posten. 83% Vertrauen konnten wir uns zurückerobern. Konnten in dieser Saison schon den ersten Titel holen, den Supercup. Hat aber auch nicht wirklich für Stimmungsbesserung gesorgt. Wir waren am siebten Spieltag relativ weit unten. Nur auf Platz 8 abgeschlagen, jetzt am 12. Spieltag. Sieht das Ganze viel, viel besser aus. Noch dazu sind wir noch im Pokal im Achtelfinale vertreten gegen Stordren und auch in der Europa League sind wir auf dem Weg, das Achtelfinale zu bestreiten. Beziehungsweise, nö, sind wir noch nicht. Wir sind in der dritten Runde. Wollen Sie ins Achtelfinale einsteigen gegen Burnley und damit steigen wir auch ein in die heutige Folge. Team ist gut drauf, muss man sagen. Sehr gut drauf. Das freut mich. Wir haben eine kleine Erfolgslinie, die wir hoffentlich ja, so fortsetzen können. Moravec wieder da. Er war ja verletzt. Das ist schön, dass er wieder da ist. 18 Millionen sind auf dem Konto. Ich habe euch letztes Mal gezeigt, wir haben hier mittlerweile ein zweites Stadion mit 4000 Zuschauern. Sobald wir hier immer wieder Geld übrig haben, werden wir es reinpumpen. Gerade so zum Ende der Saison. Denn wir haben hier noch einiges vor. So. Ich würde sagen, wir steigen auch gleich wieder ein, verteilen noch ein paar Freikarten. Genau, und dann geht's ab gegen Toulouse. Turba hat sein erstes Tor gemacht im letzten Spiel. Ich muss eine Runde schweißen. Genau, so, Stadion fertiggestellt. Das freut uns. Jugendspieler Bissek, okay, der hat sich verbessert. Stärke 6, das ist natürlich was. Wir schauen mal, was wir mit ihm anfangen können. Moravec wird auch nochmal gelobt. Schauen wir mal. Wo ist er denn hier? Oh, riesig. Oh, das ist natürlich geil. Das freut mich sehr. Tja, gegen Toulouse. Ben Slimane verletzt. Wir starten mit Nasri. Okay. Mittelmäßig ausverkauft. Wir leicht besser gesehen. Nur am Siegen. Schauen wir mal, ob die straight weitergeht. Vranjes macht's! Drittes Tor in der sechsten Minute für ihn persönlich. Das ist hervorragend. Versuchen natürlich unseren Vorsprung auszubauen, aber Toulouse kommt jetzt. Toulouse kommt. Franny ist allerdings stark. Wayne Hennessy macht das 2 zu 0. Das läuft ja hervorragend. Das läuft ja wirklich hervorragend. Kann man nicht anders sagen. Freistoß jetzt nochmal. Buchel kommt nicht ran. Jetzt kommt aber der Abwehrriegel. Wir wollen sie über die Zeit retten. Tun das auch. 5 Punkte Vorsprung. 5 Punkte vor Bordeaux.
Und da haben wir auch schon das Hinspiel in der Europa League. Dritte Runde, ja, relativ ausgeglichene Mannschaften. Wir müssen zuerst nach England. Wir müssen zuerst nach England. Ben Slimane arbeitet wie ein Besessener, das ist schon mal super. Gut, wir brauchen eine klasse Leistung. Hier machen wir 120%. Wir brauchen definitiv eine klasse Leistung. So, wir werden mal schauen, dass wir in den nächsten Jahren an die Börse gehen können, weil das macht natürlich auch noch mal richtig gut Cash. Dumfries. Ich überlege gerade, wir sind ja noch Nationaltrainer der Engländer, haben jetzt aber keinerlei Spiele bisher eingestellt. Naja, das macht nichts. Wir haben ja auch sehr viel mit unserem Verein hier zu tun. Im Turfmoor treffen wir vor 21.000, 22.000 auf Burnley. Sehr, sehr ausgeglichen. Ja, wir legen gut los. Sörloth. Indirekter Freistoß, 18 Meter. Hakim. Vranjes. Moravec erwischt ihn voll aus im Pfosten. Ah. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Hey, das wäre es natürlich jetzt gewesen. Wäre natürlich super gewesen. Daniel Vaz macht es. IFA mit dem 2 zu 0. Das ist natürlich jetzt bitter. Pfah! Da brauchen wir schon eine Megaleistung, um das noch aufzuholen. Da brauchen wir nicht reden. Das aufzuholen wird mega schwierig. Gegen Metz, okay, die sind 17. Da müssen wir gewinnen. Das ist so ein großer Unterschied. Kolwaki. Boah. Also. Das wird so passieren. Pfaff, jetzt Glück im Unglück. Golwaki geht raus. Moravec wird kommen. Und auch Dumfries wird kommen. 1-0 vorne, das ist gar nichts. Ecke nochmal. Hakim. Und geschickt in die Mitte. Okay, dann legt er ihn weg. Wow, das ist gar nichts. Aber wir bleiben bei 5 Punkten Vorsprung. Ingolstadt möchte uns, okay. Okay, wir schauen mal. Freundschaftsspiele, ja, dann werden wir auch eins vereinbaren. Gegen Brasilien. Komm, wir machen mal einen absoluten Knaller. Linksverteidiger. Okay, sonst sind wir ja eigentlich gut aufgestellt. Der Junge von Menu, der kam aus unserer Jugend. 12er mittlerweile schon.
ein Tor gemacht. Schon einmal Meister, einmal Pokalsieger und einmal Champions League-Sieger geworden. Okay, da waren wir noch da. Den haben wir geholt, den Jungen. Okay, aber wir werden jetzt natürlich hier weiter Gas geben müssen. Wir müssen uns wohl aus Europa verabschieden. Wollen aber dann Champions League spielen nächstes Jahr. Da haben wir wieder die Chance, Kohle zu machen. Im Dezember machen wir noch eine Weihnachtsfeier. Sie genießen bereits Vertrauen, ja genau, okay. Das wollen wir natürlich zurückzahlen. Hier haben wir natürlich auch mit Daniel Wars. Haha, ja. Das ist natürlich einer, der uns wahrscheinlich raushauen wird aus dem internationalen Wettbewerb. Muss man natürlich auch sagen. Ganz uneigennützig werde ich ihn jetzt nicht berücksichtigen. Das ist halt leider so. Gürkan. Okay. Qualifikationsspiel gegen Spanien. Das ist ein richtungsweisendes Spiel. Wer vorne bleibt in der Liga, beziehungsweise in der Liga, genau, in der Tabelle. Grüßweiner. Stark. Vinicius. Karaja. Gößweiner ist Verlass. Da daran, ja. Auf Gößweiner ist Verlass, auf den Jungen. Ist ja auch jetzt schon eine Legende. Menu. Aber noch nicht so gut diese Saison, muss man sagen. Kram von Newcastle für 65 Millionen. Dreimal Champions League geboren. Einmal Fußballer des Jahres, zweimal Torschützenkönig. Also der Junge hat es dadurch durchaus in sich. Klar ist, wir könnten. Okay, Gökhan. Das ist nicht dein Ding. Sengüksel ist da, natürlich. Auch ihn haben wir geholt. Der kam aus Haifa, richtig? Genau. Der kam aus Haifa. Schaut euch das an, für 1,2 Millionen. Das ist natürlich Wahnsinn. Zweimal Champions League-Sieger mittlerweile schon, der Junge. André Castro macht leider das Tor zum Ausgleich. Achtundachtzigste, das wäre natürlich was. Karajer. Gößweiner. Ecke. Sengüksel. Außennetz. 1-1. Okay. Bleibt also umstritten. Die Spanier aufgrund des besseren Torverhältnisses vorne. Okay, wir schauen mal. Ah. Nur mein Mora weg gegen Montpellier.
Auch da müsste ein Sieg drin sein, könnte ein Sieg drin sein. Gelb für Mora weg. Macht aber das Tor. 17. Minute. Jakub Mora weg. Aber auch Bordeaux. Ja. Gegen Stordrem macht ein gutes Spiel. So, lass mal ein paar andere spielen. Rot für Lindchen, okay. Ja, da ist schon der Ausgleich von Ivic. Eine Minute drauf. Ja. Ja, scheiß drauf. Das Spiel werden wir eh verlieren. Eins, eins, drei Punkte noch vorne. Rot und Gelb, Rot, das ist ja. Ja. Fulham und Metz. Kandidaten für eine Verlängerung. So, und das haben wir natürlich die richtige Mistkarte gezogen. Denn das werden wir wohl nicht aufhören können. Ja. Wir hauen mal alles rein, was wir noch haben. Aber das werden wir wohl nicht aufhalten können. Lindjens 5 Spiel. Das werden wir nicht aufhalten können, dass wir dort aus. Dass wir noch. Naja, dass wir dort ausscheiden. Ben Slimane wieder fit. Ja, dafür sind wir zu ausgeglichen. Da bräuchte es jetzt ein schnelles Tor. Sollten die treffen, ist es sowieso aus. Burnley will es natürlich. Ja, und dann ist es das auch gewesen. Dann war es das auch. Da haben wir nicht die Möglichkeit, nochmal einzugreifen. Und scheiden leider aus. Burnley hat es uns gezeigt, wie es geht und wie wir das nicht machen sollen, natürlich. Aber dafür, ja, muss man sagen, leider zu schlecht, absolut viel zu schlecht. Nasri wird spielen. Auch Moravec wird spielen. Und dann fehlt uns ein Innenverteidiger, nehme ich mal an. Ja, beide gesperrt.
Du kannst aber Libero spielen zumindest. Dann stellst du dich dahin. Lille. Am 16. Spieltag. Drin! Mustafi! Flori! Mustafi! Und Wayne Hennessy? Mit dem Tor. Und schon sind wir wieder auf einem guten Weg. Schon sind wir auf einem guten Weg, aber Pierre Webo. Macht den Anschluss, wir bringen es aber über die Zeit. 3 Punkte Vorsprung. Vor mittlerweile Angers. Olympique Marseille, OM. Hätte uns gerne so. Jetzt nochmal 2 ganz, ganz wichtige Spiele vor der Pause. Wir wollen natürlich die Herbstmeisterschaft holen. Da braucht man auch gar nicht groß rumheulen. Und da haben wir auch natürlich die Möglichkeit dazu. Denn wir spielen jetzt gegen Stade Rennes im Pokal. Da würde man gerne überwintern, natürlich. Und wir spielen das letzte Spiel gegen Paris, gegen den FC Paris im Derby. Ja, dafür ist jetzt angerichtet. Innenverteidiger, ja klar. Why not? Miyoshi stark verbessert. So, was haben wir denn jetzt hier? Wo ist er denn hier? Unser hier Stärke 4. Ja, warum nicht? Man kann ihn auf jeden Fall verleihen. Lindchens 4 Spiele gesperrt. Pff, Achtelfinale im Pokal. Mora weg. Trifft. Wir würden gerne ins Viertelfinale, natürlich. Wir wollen den am besten natürlich den Pokal verteidigen. Aber das ist ein weiter, weiter Weg. Kevin Behrens. Jetzt gibt es eine Ecke fürs da drin. Buchel hat ihn sicher. Mustafi! Nasri macht sein Tor. Krass. Nicht schlecht, der Junge.
Da ist er. Da ist er! Der Sieg. Mega. Da sind wir im Pokal. Weiter. Und zwar im Viertelfinale gegen Lorient. Na gut, das wird die Tagesform entscheiden. Wir sind ja zurzeit echt gut drauf. Und was ist mit Mittel und Formando? Naja, werden wir sehen, was dabei rumkommt. Ja, also Derby-Sieg, da muss was gehen. Also Derby will ich natürlich den Sieg, das ist ganz klar. Noch dazu sind die Tabellen vorletzter. Also da muss, also wenn da nichts geht, dann weiß ich ja nicht. Da können noch mal ein paar Leute mit auf jeden Fall. Noch Zagreb, okay. Na, Champions League ist auch krass drauf hier. Ostrau. Das ist ja ein Witz, was ihr zahlt. Also, da wollen wir natürlich, dass das Derby muss gewonnen werden und die Herbstmeisterschaft klar gemacht werden. Mora weg. Franjes. Hennessy, 17. Spiel, 11. Tor, 12. Tor. Ich verbessere mich gerne. Ja, mega. So muss das sein, Leute. 4 Punkte Vorsprung in der Tabelle. Herbstmeisterschaft eingefahren. Nicht schlecht, Herr Specht. Boah, Liverpool. Nicht schlecht, Herr Specht. Da schaut es euch selbst an. 4 Punkte Vorsprung. Leider in Europa draußen, aber im Pokal. Im Viertelfinale gegen Lorient. Das ist doch auch schon mal hervorragend. Genau, da war nichts mehr zu erledigen. Ja, Adli immer noch und er wird auch länger noch ausfallen. Also das ist schon richtig, richtig mies. Wir können jetzt natürlich noch mal schauen, dass wir ein paar Spieler loswerden.
Ich will aber auch den Vertrag nicht unbedingt verlängern. Mietkaufoption, wenn ich den für 20 Millionen verkaufen kann. Das wäre ein Träumchen. So, Freunde, damit sind wir aktuell Herbstmeister. Das ist doch fantastisch. Hier haben wir es doch. Herbstmeister Frankreich, zuletzt Herbstmeister in der Saison 37-38. Das muss man mal auch so ganz klar sehen. Das ist schon Wahnsinn. Nichts gerissen bis dahin. Jetzt sind wir da, werden Herbstmeister. Noch dazu mit den meisten, fast den meisten Punkten. Na, Len hatte damit ja, da eine höhere Punktzahl. Ja, richtig gut. Rekordmeister sind wir ebenfalls. Das wollen wir natürlich ausbauen. Und ja, viele dieser Top-Transfers haben wir zu verantworten. Wie diesen hier damals. Für 102 Millionen ist der von Dortmund zu Juve gegangen. Dos Santos von Bologna zu Juve war auch unserer. Ebenfalls Gößweiner. Darf man nicht den hier. Islas für 83 Millionen von Augsburg zu Southampton. Nicht schlecht. Auch hierfür haben wir viel Geld ausgegeben, dass er nach Dortmund kam. Da waren schon ein paar ganz gute Sachen dabei, die wir so getätigt haben. So ein paar ganz krasse ja, Sachen. EM Torschützenkönige. Caldriola. Unglaublich. Die Frage ist, lebt Caldriola noch? Das schauen wir noch schnell, bevor wir hier dann. Nein, er hat wahrscheinlich seine Karriere tatsächlich beendet. Unglaublich. Werden wir gleich sehen. Das will ich jetzt noch kurz nachschauen. Und dann entlasse ich euch natürlich aus dieser Episode. Und das ist tatsächlich so, dass Caldriola seine Karriere beendet hat. Nicht schlecht. Hier unsere Jungs Wisniewski. Wer kennt ihn nicht mehr? Sechsmal Meister. Also wir haben schon ein gutes Team zusammen gehabt. Papu Gomez, einer der größten Fußballer, die da gespielt haben. Unglaublich. War eine schöne Zeit. Jetzt sind wir aber aktuell hier in Frankreich Tabellenführer. Wollen das auch bleiben, wollen den ersten Titel einfahren. Es wird allerdings hart werden. Und wie es da weitergeht, auch mit der Saisonvorbereitung und allem drum und dran, seht ihr beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Würde mir wirklich sehr, sehr weiterhelfen, wenn ihr gerne wollt. Abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge mehr der Anstoß 3 Neverending Story verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Anstoß 3, der Neverending Story. Bis dahin sagt euer Colt. Tschüss, ciao und Servus.